bevor wir jetzt quasi eine Gegenrede von Simon Kowalewski hören, haben wir da noch eine kleine Aktion mit den Luftballons vor. Ihr wisst vielleicht, wir machen die Handparade nicht nur für heute, sondern wir wollen damit Aufmerksamkeit auch bei jenen erwecken, die jetzt vielleicht noch nicht hier sind, die uns nur durch die Stadt wandern sehen oder die morgen in der Zeitung davon lesen. Und genau wie diese Ballons Menschen erreichen werden, die wir nicht kennen, so wird auch die Botschaft von der Legalisierung jeden Tag ein paar Menschen erreichen, die heute noch nicht damit gerechnet haben, morgen Anfreunde zu sein. Deshalb schicken wir die Ballons jetzt mit einem gemeinsamen I get high auf die Reise. Auf 3, 1, 2, 3. So, die Grünen sind einen langen Weg durch die Parlamente gegangen. Seit 1982 versuchen die schon, die Politik zu ändern. Und so richtig erfolgreich waren sie nur in sehr engen Bereichen in der Drogenpolitik leider längst nicht so weit, wie wir uns das wünschen würden. Deshalb ist es sehr vernünftig, dass es andere, jüngere Parteien gibt, die die Grünen da vor sich hertreiben. Ein Stachel im grünen Fleisch ist die Piratenpartei. Und hier in Berlin haben wir die angenehme Situation, dass die Piraten im Abgeordnetenhaus mitsitzen und aus den Parlamenten heraus eine bessere Politik propagieren können. Deshalb möchte ich jetzt den Simon an meiner Seite begrüßen. Simon Kowalewski, suchtpolitischer Sprecher der Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus. Viel Spaß. Ja, danke, Stefan. Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer der Hanfparade 2013, alle vielen, vielen Tausend, schön, dass ihr da seid und zeigt, dass Drogenpolitik kein kleines Randgruppenthema ist, sondern Menschen quer durch die Gesellschaft berührt. Das macht mich wirklich richtig glücklich. Zusammen rocken wir die Legalisierung. Seid ihr durstig? Also, es darf euch leider niemand irgendwas zu essen oder zu trinken verkaufen, auch mitten im Berliner Sommer, bei so einer langen Demo-Route. Das hat nämlich die Versammlungsbehörde verboten. Genauso wie Menschen im Winter keine warme Kleidung brauchen sollen angeblich, um zu demonstrieren, sollen sie im Sommer auch keine Getränke brauchen. Und das ist reine Schikane. Aber gut, dass es hier Menschen gibt, die einfach so essen und veganen Eiskaffee verschenken. Das zeigt uns nämlich, dass es gegen jedes unsinnige Verbot kreativen Widerstand gibt. Und davon lebt die Gesellschaft. Vielen Dank dafür. Aber trotzdem, die rechtswidrige Manipulation der Hanfparade durch die Behörden, die wir Jahr für Jahr erleben, muss ein Ende haben. Und dafür werden wir uns einsetzen. Letztes Jahr, da hatte die Hanfparade vielleicht so die Hälfte der Teilnehmer. Ich denke mal, wir sind heute locker 12.000 Leute. Und das liegt vielleicht auch daran, dass wir eine ganz andere Stimmung haben gerade. Letztes Jahr stand die Hanfparade im traurigen Schatten von einem Vorstoß von drei CDU-Senatoren hier in Berlin, die im Auftrag von Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger von der FDP den Eigenbedarfsgrenzwert absenken wollten. Wir haben damals klargemacht, dass das in Berlin nicht machbar ist, und seitdem haben wir davon auch nichts mehr gehört. Dieses Jahr aber haben wir viel bessere Vorzeichen und einen echten Grund zu feiern. Die Legalisierung in Uruguay und in vielen anderen Staaten, einschließlich US-Bundesstaaten, steht vor der Tür. Die Lawine ist ins Rollen gekommen. Die Legalisierung überall auf der Welt ist in greifbare Nähe gerückt. Sogar grüne Bezirksbürgermeisterinnen und ehemalige Bezirksbürgermeister haben es jetzt schon irgendwie im Kopf, dass man ja mal einen Coffeeshop aufmacht.
sondern da in Friedrichshain-Kreuzberg haben Grüne und Piraten die Mehrheit. Sodass wir da ein Leuchtturmprojekt vielleicht sogar starten können. Von der Pflanze bis zum Verbraucher. Jede und jeder hat das Recht auf gutes Gras. Egal, ob vom Balkon oder aus dem Spätkauf. Wir wollen gute Qualität und große Auswahl an Hanfprodukten. Und wir wollen sogar Steuern dafür bezahlen. Den Waffen- und Menschenhandel zu subventionieren. Und wir wollen das nicht nur für Cannabis, sondern wir wollen das für alle Substanzen, die Menschen benutzen, um Erfahrungen zu sammeln, um sich besser zu fühlen oder einfach nur um Spaß zu haben. Und wir wollen, dass die Menschen, die heute gezwungen sind,